Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Legend of Bamboo. Bamboo, one coin. Wir starten heute einen neuen Versuch auf unser 10. Ending. Und zwar mit Bamboo the Empty. Ich will das endlich mal mit ihm auch schaffen, dass wir das Checkpoint-Ending bekommen. Wir haben mit jedem Charakter das Checkpoint-Ending erhalten, oder erreicht besser gesagt. Außer mit Bamboo the Empty. Und das will ich persönlich schaffen. Und er macht Spaß zu spielen. So. Dann bin ich gespannt, wie das heute so läuft, wie viel Glück wir haben werden, wie viel Pech wir haben werden. Wir beginnen erstmal mit einem relativ einfachen Raum. So, dann fangen wir direkt einfach mit hier ein bisschen Knochen an. Und ein bisschen extra Züge. Ach ja, wir haben sogar eine sehr, sehr gute Ausgangssituation. Da sollte ich mal darauf achten. Wir haben 2 Puzzle Damage und 3 Moves. Zwar nur ein Herz, aber... Ne? Das kann egal sein. Und 3 Spell Damage auch. Das kann entscheidend sein. So. Jetzt haben wir noch einen Zug, dann können wir dahin übergehen, dass wir Zähne hier vorbereiten. So. Jetzt brauchen wir hier noch einmal Schaden. Wir haben 2 Züge übrig, das heißt, wir können hier die Knochen einfach zusammenführen und haben zumindest den Schaden abgewendet. Und ja, jetzt haben wir natürlich sehr viele Angriffsteils übrig, und zwar gleich 0. So, 1, 2, 3. Gut. Hätten wir das auch abgeschlossen. Und wir nehmen natürlich ein Puzzle Damage mehr. Blinding Attack, turn it to heart, make wilds and curses. Nun gut. Dann würde ich sagen, beginnen wir mit einer Runde Knochen. Dann können wir hier ein Schild machen und uns dabei einen neuen Move holen. Dann haben wir sehr viele Möglichkeiten auf Zähne. Dann können wir hier noch. Und ja, ich denke, das war's vorerst. Lassen wir die alle mal einen Schritt nach vorne gehen. Dann haben wir hier die Möglichkeit, Knochen zu machen. Man merkt diesen dritten Move sofort, dass der richtig, richtig gut ist. So, dann können wir hier einen extra Move uns holen. So. Wir enden unseren Zug und dann machen wir das hier und das hier und haben eine 7er-Kombo und dann ist der Raum erstmal fertig. So. So darf das. Ah, okay, 2 von den Kollegen, die hier unsere Mana entziehen. Wir haben eine Mana-Gaining Attack, Destroy Column of Tiles und Add 3 Wilds. Dann fangen wir nochmal mit Knöchelchen an. So.
einem Zug kommen wir nicht weit, dann bereiten wir zumindest schon mal alles soweit vor. Eins, zwei. Dann haben wir hier einen Extrazug. Dann haben wir hier Knochen. Und... ha, okay. Bisschen gehofft, dass wir dann... okay, wir können noch eine... Spalte zerstören, aber es bringt uns tatsächlich in keinerlei Hinsicht was. Da wir kriegen tatsächlich einen Schaden. Aber war ich ein bisschen unvorsichtig. Ich dachte, wir kriegen das hin, dass wir noch eine Booker zusammenbekommen. Ha. Okay. Gut, dann ist einmal so und einmal so. Okay. Und dann wäre das auch gegessen hier. Das halbe Herz, das kriegen wir schon wieder zurück. Daran wollen wir uns mal nicht aufhängen. Das kriegen wir schon hin. Ja, dann holen wir uns einen Charge Move. Ich habe so das Gefühl, dass irgendwie die von der Kategorie hier die Spells immer die gleichen sind, die wir bekommen. Wir hatten immer die Wahl zwischen hier diesen Spiral-Spell. Ich kann die Kategorie noch nicht so wirklich definieren. So Stats verändernde Moves oder irgendwie so sowas. Dann hier Puzzle Spells und Charge Moves. Und Charge und die Lebensspells, die Health Spells, die Counter Spells, whatever. Die haben wir auch noch zur Auswahl. Okay, Kin Wall Enemy but heal others. Also, ich darf jetzt mal behaupten, dass wir ihn mit 9 Damage one-shotten könnten, wenn wir ihm zuvor 1 Damage machen, was wir machen müssen, wenn wir diese Kombination hier haben. Das ist eigentlich ganz gut, oder? So. Wir müssen ihn noch ein zweites Mal anhitten, ehe wir den hier wirken können. So. Dann müssen wir das hier machen, damit er danach vollen Damage bekommen kann. Destroy all tiles of one type. Okay. So, sorry für den kurzen Cut. Geht direkt weiter. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal den Move voll, damit wir den hier ready haben. Und jetzt müssen wir die zwei Fliegen noch nur kurz vernichten. Nicht, dass wir die dann stattdessen angreifen. Das machen wir dann so. Und dann hoffe ich doch, dass das bei dem Boss funktioniert. Und dann haben wir die... okay, wir können Bosse wohl nicht damit töten. Gut. War ein Versuch wert, würde ich sagen. Okay. Gut, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als voll drauf zu ballern, oder? So zum Beispiel. Direkt mit zwei Knochen. Einmal und zweimal. So. Jetzt haben wir hier noch eine 5er-Zahn-Kombo. Das reicht unter die Haut. Double Trinket Effects oder mehr Add Lifesteal to Attacks. Und ich denke doch, dass wir uns heilen können, wenn wir angreifen. Das ist eigentlich ganz gut. Das ist eigentlich sehr gut sogar.
Was haben wir hier so Feines? Made Poison to Attacks. Das haben wir gerade gekriegt. Heal on first turn. Ich glaube, das bin ich tatsächlich eher das Dead Wheel und hoffe auf entweder noch ein Movement oder noch mehr Puzzle Damage. Spell Damage bringt uns nur bedingt was. Das ist sehr schade. Aber nun gut. Ab in die Fallen Hollow. Okay, wir haben den Brimstone bekommen. Sehr schön. Für Häufchen und Bugger. Und darauf müssen wir auf ganz dringend gehen, damit wir den hier schnellstmöglich wegkriegen. Und außerdem sind Schilde sowieso nie verkehrt. Und Bugger. Bugger, Bugger, Bugger. Und jetzt mal die Knochen nochmal. Und die Zähne. So. Reroll on Column of Tiles. Kann man zweimal machen. Wir haben einen extra Move bekommen. Was uns auch noch nicht so hundertprozentig viel bringt. Aber das bringt uns sehr, sehr viel sogar. Dann können wir hier den machen. Und jetzt können wir einmal Brimstone durch die Mitte abfeuern. Und da erstmal komplette Vernichtung einleiten. So, dann können wir das einmal machen. Ja, gut. Dann sparen wir uns das. Dann haben wir hier Zähne. Und hier Knochen. Und dann hat sich der Raum auch schon erledigt. Wir dürfen halt nur keinen einzigen Schaden einstecken. Das ist halt das Einzige. So, wir brauchen noch mehr Angriffsspells. Und genau, es ist immer die gleiche Leier. Wir haben immer die gleiche Kombination hier. Okay, hits the furthest enemy plus splash. 4 Knochenzähne und Tröpfchen. Das könnte ein sehr anstrengender Raum werden. Das könnte ein sehr anstrengender Raum werden. Oh Gott. Reroll on enemies. Wieso hat das nicht funktioniert? Oh, das ist jetzt eine Frechheit. Oh Mann. Ja, dann müssen wir wohl hier erstmal auf ein ganz gemütliches Schild gehen. Das war ganz okay. Hier die Knochen mit. Und hier Bugger. Einmal hier. Einmal hier. So, dann kriegen wir hier einen extra Move. Dann nehmen wir es hier sicherheitshalber einfach mal das Schild noch mit. Auf der rechten Seite. Wir können noch dreimal eine Reihe nach rechts rufen. Nee, das bringt uns nichts. Wir kriegen jetzt alle in die Mitte, ist in Ordnung. Nee, das ist schlecht. Ja, komm. Dann nehmen wir die Zähne, dann gehen wir hier voll auf Angriff.
Oh, wir könnten hier eine... Das wäre eigentlich ganz gut. Ich habe gehofft, er stirbt. Zugegeben. Okay. Aber wir haben uns übrigens wieder geheilt. Das ist sogar extrem gut. Gut, wir brauchen einen Angriff, um den da hinten kalt zu machen. Eins. Moment. Mann. Okay. Wir machen ihn erst weg, bevor wir uns um ein Schild kümmern. Ich wollte das gerade beides vereinen. Aber das hat nicht so ganz hingehauen. Aber jetzt können wir uns noch ein Schild machen. So. Jetzt können wir die oberste Reihe rerollen. Ja, so ist doch gut. Ja, geht einfach auf die Seite, Mann. Okay. Mit einer 5er-Kombo-Zähne machen wir 4 Schaden. Oh Mann. Erstmal so. Dann können wir hier uns noch ein Schild machen. Jetzt sind wir zumindest schon mal geschützt auf allen Lanes. Dann können wir auch den hier ausmerzen. Gut. 3. Ja, so. Können wir die gleich wegmachen. Dann können wir hier gleich wieder ein Schild hinlegen. Gut. Das habe ich mir nämlich gedacht. Und jetzt können wir einmal voll drauf. So. Und zwar... So, und so. Perfekt. Damit wäre der Raum auch abgeschlossen. Und wir können uns gleich dem nächsten zuwenden. Gut, dass hier nicht viel Shit drin ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gegner, aber hier können Mana rerollen. Das ist irgendwie ein Push. All Tiles of One Type. Der Eraser ist sehr gut. Morph Select ist halt Poison Attack. Wir haben sehr gute Angriffe. Sehr, sehr, sehr gute Spells. So. Vier Gegner geprimed. Das wird ekelhaft. Einen abgewehrt. Zwei abgewehrt. Den wegmachen können.
den dritten abgewehrt. Einen Damage könnten wir einstecken. Das ist aber, denke ich, nicht ganz so schlimm. Nein, den haben wir gar nicht abgewehrt. Der greift an. Klar, der hat ja zwei Moves. Jetzt greift er nicht mehr an. Okay. Muss man schon ein bisschen... bisschen genauer drüber nachdenken. Der könnte auch angreifen. Der könnte primen und angreifen in einem Zug. Wenn dem der Fall ist, sieht schlecht aus. Okay, Glück gehabt. Okay, wieder zwei. Den einen können wir aber definitiv abwehren. Dann können wir zum Beispiel mehr Zähne machen. Knochen machen. So, einmal auf dich. Und wir haben direkt Life Gain on Attack ist ein sehr gutes Trinket. Wahnsinn. Gut. Dann einmal... So, der ist jetzt erstmal ein bisschen außer Gefecht da oben. Jetzt können wir hier einmal den Kill machen. Und können hier noch ein Schild hinlegen. Dann können wir uns hier noch mehr Moves gönnen. Naja, und dann haben wir hier die Poison Attack ready. Umso besser. So. Ja, dann können wir jetzt eigentlich... Reicht das? Nee. Hab gedacht, weil der Stein vielleicht von oben kommt. So. Bisschen Mana sammeln. Ja, ich warte eigentlich nur, bis der Killer runterkommt, dass ich ihm die Poison Attack drauf klatschen kann und dann ist es gut. So. Und gerade habe ich mich beschwert, dass wir immer die gleichen Typen kriegen. Normalerweise hätten wir jetzt einen zweiten Angriffsspell, einen dritten Angriffsspell noch bekommen. Dem ist nicht der Fall, deswegen gehen wir mal auf den nächsten Charge-Spell. Vielleicht kriegen wir ein paar Soul Hearts. Ich hoffe so ein bisschen auf das Relic. Nein, aber wir haben die so Mysterious. Was tust du? Hast du eine Soul Heart gegeben? Und das Puzzleboard rerollt. Okay, danke für das Soul Heart. Das war alles, was ich wollte. So. Gut. Fangen wir noch gleich mal so an. Oh ja. Direkt erwischt. Und wir haben neue Sounds, sehe ich gerade. Wir haben ja hier ein neues Update bekommen. Die 1.08. Ich habe gerade leider nicht nachgelesen, was neu ist. Aber auf jeden Fall neue Sounds bei Resisted Gegnern. So, Reroll All Enemies. Könnten wir machen, bringt nichts. So,
Damit können wir alle Tiles of the same type rerollen. Das wäre einmal so eine Idee. Dann haben wir hier ein schönes Schild. Durch die braune Mana können wir den Bamboo Smash ausführen. Zack. Okay. Leider können wir den hier nicht benutzen. Aber das ist vielleicht gut für die nächste Runde, wenn die sie wieder neu schaffen. Okay. Eins, zwei, drei, oder? Können wir doch so machen. Das sollte den richtigen Jawohl enttarnen und ihm hoffentlich 6 Schaden zufügen. Jawohl. Ich würde behaupten, das hat gereicht. So. Make a plus one move on kill more great heals. Ich denke doch den Soulback, definitiv. Wenn wir viele kleine Gegner haben, dann geht das zack, zack. So, gain plus one damage when hurt. Make a bonus movement, free spell at low HP. Ja, Megan Bonus Movement. Das nehmen wir mit. Damit können wir uns leider kein Statbeat mehr leisten. Aber das ist nicht so schlimm. Wir haben ja 2 Puzzle Damage und 3 Movements. Das ist eigentlich eh schon sehr, sehr gut. So. Plus 1 Damage und Life Gain. Reroll all enemies. Ja, gut. Den können wir gleich mal einsetzen. Dann machen wir hier für den Raum 3 Puzzle Damage. Das ist auch sehr gut. Das habe ich mir gerade ein bisschen anders vorgestellt, aber gut, dann nehmen wir den Knopf hier dazu. So, sind die schon mal verwundbar. Und dann können wir uns auf den fokussieren. Erstmal ein Bonus-Move. Haben wir hier noch Zähne. Dann machen wir den hier einmal weg. Nehmen den da hinten einen Move. Und ja, können das hier machen. Und dann haben wir hier den Spell. Oh, nochmal. Und Reroll Puzzle Board. Nochmal. Okay. Damit wäre der Raum durch. Wir kriegen direkt unseren nächsten. Wir können uns einen Textbill holen und nehmen den auch statt unserem Charge Move. Damit wir für den Fall, dass wir Gesada bekommen, definitiv gerüstet sind und mindestens einen Spell haben, der angreifen kann auf Distanz. Und wir haben Flush. Hit all enemies. Sehr gut. Furthest. Knockback. Reroll. Destroy Tiles and Touching. Gut. Knochenburger und Tröpfchen. Dann fangen wir doch gleich mal mit Tröpfchen an. Knochen. So. Und dann brauchen wir noch einen Bugger. Das sollte machbar sein. Und damit wenden wir auch gleich dreimal diesen Damage ab. Weil wir den zweimal benutzen können und somit natürlich jeden 2 Schaden zufügen. Und dann hat sich das gegessen. Ja, jetzt können wir wieder Mana sammeln, weil da kann man sowieso nicht mehr ran. Ein Schild aufstellen. So, furthest enemy in push. Ja, gut. Wir brauchen Knochen, Bugger, Töpfchen. Also, Knochen.
Knochen. Köpfchen. Gut, wir können auch einen Zahn draufschmeißen, weil ist sowieso egal. Der ist ja gerade da. So. Okay, das hat alles sehr gut funktioniert. Alter, nicht so wie ich es brauchte. Ja. Poker noch. Und dann sollten wir vorbereitet sein, wenn der Kollege seinen Kopf nach unten streckt. Indem dass wir ihm einfach einen Knochen an den Kopf werfen. So. Oh mein Gott. Reroll a spell. Machen wir gerade nicht. Effektiv. Das ist alles mit Puzzle Damage machen. Das ist wieder. Die sind einfach so eklig, diese Gegner. So, wenigstens kriegen wir Moves zurück. Okay, das können wir auch gleich mal machen. Erstmal kriegen wir viele Teils weg und zweitens kriegen wir natürlich ganz viele andere Teils. Und natürlich hier Schilde. Gut. Das sollte einmal durchgehen. Ich habe auf den da hinten gezielt, deswegen ist das ein ganz guter Spell gerade im Moment. Gut, die Frage ist, Poopy Morph Attack, würde das sogar hier helfen? Wahrscheinlich sogar, oder? So. Das können wir auch gleich rausfinden. Indem, dass wir einfach das hier machen. Aber ich würde noch nicht jetzt, ansonsten müssen wir hier noch uns doch so viele Häufchen durchschlagen. Ich nehme lieber hier die Knochen und Zähne mit. So. Dann können wir einmal das hier machen. Und den hier killen. So. Splash Damage Attack. Immerhin ist der vorne weg. Das bringt ja auch schon mal einiges. Ja. Gut, so langsam müssen wir die mal wieder wegkriegen. Können wir. Nee, das bringt leider nichts. Ja gut, aber wir können das hier rechts probieren. Ja, das hilft was. Also sehr schön. Dann können wir hier noch mehr Töpfchen sammeln. Eins. Oh, schade. Okay. Und zwei. Gut. Dann müssen wir den halt auch noch kalt machen. Aber der ist halb so schlimm, weil den können wir auch ganz normal mit unseren Attack-Spells angreifen, wenn wir denn welche ready hätten. Ah, herrlich. Ist auch egal. So, Hits All Enemies. Brauchen wir eigentlich nichts von beiden. Aber gut. Gisada, Mensch, immer mit Bumble the MT, immer kriegen wir Gisada.
Und wir haben zumindest mindestens einen Spell, der angreifen kann. Das ist gut. Das kostet auf die Spells. Das können wir auf jeden Fall machen. So, dann fangen wir an. Erstmal ein Schild. Das ist notwendig. So. Dann das Schild ganz viel gebracht. Talent to Heart, Split Talent 2 haben wir noch. So, ich würde sagen, dann buggern wir ihn schon mal, damit er sich nicht wehren kann. Und dann können wir ihn auch direkt mal für 2 Damage angreifen. Er dreht sich zwar um, aber das, wie gesagt, dadurch, dass er gebuggert ist, ist das egal. So. Dann können wir gleich nochmal. So. Dann beiß mal einmal richtig zu. Für 5 Damage. So. Perfekt. Naja, perfekt ist was anderes. Und das ist der... das war der Angriff als Konter auf die 7er Zahn-Kombo, der bei der 7er Kombo immer einen Zug verzögert ist. Den habe ich schon noch erwartet. Das wird nicht funktionieren. Nein, natürlich nicht. Ja, okay. Einmal buggern bitte. Dann können wir uns hier noch ein Schild machen. Dann können wir wieder angreifen. Splits a tile in two. Das machen wir jetzt hier, dann wird dieses Töpfchen nach rechts und links aufgespalten und das rutscht runter. So macht man Moves. Okay. Jetzt brauchen wir bestenfalls... Gut. Wir holen uns jetzt hier erstmal so eine 5er... Shield-Combo, dann stocken wir einmal richtig auf. Und jetzt können wir uns auch noch eine... wieder eine 7er-Zahn-Combo zusammenpacken und damit ist Gisada vernichtet. Alles 5 Damage macht. Genau. Sehr schön. Damit kommen wir direkt ins Basement. Und zwar, wenn ich mal das so sagen darf, in der ziemlichen Rekordzeit meines Wissens. Das war schon sehr schnell heute. So, gain mana when hurt. Bone Steel plus 1 Damage. Ja. Direkt mal dafür. One up. Ja. Für die White Diaper. Und jetzt können wir noch einmal hier das Spin wheelen, genau, das Wheel spinnen. Für Glück, das ist potenziell Chance auf Crit Damage und das kann uns tatsächlich das Leben retten. Ab ins Basement.
Und dann gucken wir mal, was hier so abgeht. Okay. Also, Knochen machen jetzt 3 Schaden. Deswegen können wir mit einem Knochen hier direkt einen Kill machen. First enemy, splash damage attack, knock back all enemies. So. Können wir das schon mal benutzen und den schon mal runterpacken, dass wir den so schnell wie möglich vernichten können. So. Gut. Jetzt wurden die Crystals natürlich wieder so perfekt gelegt. Hier war mal ein Knochen. Ich wollte gerade die Kombi zusammenführen, aber okay. So. It's the furthest enemy. Ja gut, können wir gleich benutzen. Dann haben wir hier Knochen, dann bringen wir den hier gleich down. Weil die können halt 2-mal angreifen und das wäre echt nicht gut. So, dann haben wir hier jetzt furthest enemy und dann reicht eine Knochen-Kombo, die wir mit 2 Moves erreichen können. Perfekt. So kann man mal einen Raum spielen. Das war ganz gut. Items und Sale, das bringt mir leider gar nichts mehr. Wilds give more mana. Ich leider beides nicht tatsächlich. So, und jetzt wieder diese Kombination hier. Okay, wir können erstmal ein Schild aufbauen, das ist ganz gut. Uns erstmal mehr Moves holen. Und dann erstmal schön hier drauf, in der Hoffnung, dass es leider der falsche war. Gut, dann nehmen wir hier 2 Knochen mit. Das ist auch der falsche, aber der kriegt dann wenigstens Schaden. So. Können wir hier noch mehr Schilde machen. Eine Blinding Attack auf den hier. Wunderbar. Fly Damage over time können wir auch einmal draufsetzen. Das schadet, denke ich, nicht. Dann können wir hier ein Curse halt zumindest loswerden. So, hier rechts ist geprimed. Alle beide. Einer von beiden ist der falsche. Okay, und jetzt links. Da hätte es halt nichts gebracht, wenn wir hier ein Schild hingelegt hätten. So. Hätten wir das auch, dann können wir uns das hier einmal gönnen. Wir kriegen sogar einen Move zurück. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, dann kann man hier noch ein Zähnchen drauf schmeißen und dann wäre es das auch schon gewesen. Sehr gut. Ne. Ah, das bringt gar nichts. Ich Idiot.
Wieso bin ich so ein Volltrottel? Ich hab's gerade total vermasselt. Skip ahead one room. Okay, tschüss. Den können wir auch einfach nehmen. Gut, Full Heal. Weiß ich nicht. Okay, wir müssen was nehmen. Jetzt funktioniert der Cancel-Button schon wieder nicht. Okay. Statt dem Life ein Full Heal. Ich denke, das ist noch vertretbar. Ab zu Begun! Skipper Headbone Room hat uns gerade so den Arsch gerettet. Okay. Wir haben eine neue Bossmusik hier. Aber hundertprozentig. Das macht das Ganze noch ein bisschen epischer hier. So. Dann können wir hier noch einen Booker draufschmeißen. Remove a single tile. So, gut, gewappnet für den nächsten Zug. So, einmal Damage, zweimal Damage. Hits the furthest enemy. Das können wir ja darauf verwenden, die Fliegen hier einmal zu dezimieren. Denn die stören nur. So. Machen wir hier nochmal Schaden. Dann können wir uns hier noch einen Move holen. Dann können wir uns hier auch noch ein Schild basteln. Und dann die Fliege einmal angreifen. Und dann Begun noch einmal angreifen. Und dann Begun noch mal angreifen. Okay. Okay, er greift zweimal an. Na toll! Oh. Ja gut, das habe ich nicht gewusst, dass die hier schon... uns hier gleich ein Dreier-Shield. Wir können dann wenigstens die Fliegen schon mal hier wegmachen. Ne, wir spawnen nicht noch mehr Fliegen jetzt rein. So. Okay. Hätte ich mal ganz unten durchgeführt für die Trottel. Na gut, es reicht. Gut. Ach, da war ein Zahn. Das war nicht ganz das, was ich wollte. Nun gut. Nun gut. Okay. Wir brauchen unbedingt wieder Schilde. Booker, dass wir Begun einmal aussetzen lassen, ist ja auch in Ordnung. Ah, das wäre schon Zahn gewesen. Oh Mann! Ist das nervig. Ah, Schilde. Ganz, ganz dringend.
Schilde oder Bugger. Aber das hat nichts gebracht. Das war dämlich. Oh Mann. Ich mache so viele Fehler. Wegen dieser einen Fliege, ey, und ich krieg die nicht weg. Oh, jetzt gib mir doch Leben dazu. Danke. Jetzt können wir nur hoffen, dass Vigon nicht zweimal angreift, sondern einmal Gegner spawnt. Dankeschön. Okay, Gnadenfrist. So. Ich sehe halt nichts und das ist das Schlimme. Selbst wenn er zweimal angreift, sind wir. Wir müssen. Kann ich mich nicht voll. Wieso kann ich mich nicht voll heilen? Ich wollte das Dinner jetzt benutzen. Es geht nicht. Können wir es nur benutzen, wenn wir noch Moves haben? Ist das ein Move wert? Bitte greif nicht zweimal an. Ach komm schon! Ich wollte das Dinner benutzen! Oh, das kann doch nicht wahr sein. So kurz vor knapp. Ich wollte mich vollhalten. Ich wollte eigentlich das Dinner gar nicht haben. Das war wieder ein Bug vom Spiel. Es tut mir leid, aber das ist jetzt nicht zwingend nur mein Verschulden. Ich wollte eigentlich das One-Up behalten. Aber ich habe mir gedacht, okay, wir können uns einmal voll heilen. Das ist ja effektiv. Können wir dadurch fast das Gleiche erringen. Jetzt wollte ich mich voll heilen, es ging nicht. Ah, das ist ärgerlich. Ich glaube, wir hätten es nämlich geschafft. Nun gut. Macht nichts, wir probieren es einfach nochmal. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Bis bald, euer Matze. Ciao!